Ihr seid eigentlich zu viel. Du bist. Ihr seid zu viel. Euch braucht da unten niemand. Ja, ihr könnt weg. Eure niedrigen Grundstückspreise sind mir auch total Latte wie Bockwurst. Nein, da baut sich jetzt bitte nicht schon wieder ein Gewerbedingsbums auf. Können sich gerne Gebäude aufbauen, aber der Rest bitte auch nicht. Damit wir jetzt nicht wieder dieses Problem haben, dass dann da auch zu viel Gewerbegebiet dazwischen entstanden ist. Die beiden braucht es da eigentlich auch nicht. Zack, zack, zack. Die sind eh unzufrieden mit der Gesamtsituation. Die können weg. Was ist mit dem Strom schon wieder los? Warum denn nicht? Ist der Wind heute so schlecht? Ja, der Wind hat gedreht. Der Wind ist heute nicht so stark. Aber der Wind hat wenigstens eine intelligente Richtung gedreht. Ja, da kann ich jetzt auch gerade nichts tun. Ich kann nicht immer ständig noch mehr Windkraftwerk aufbauen. Windkraft ist eben nicht immer so zuverlässig, ne? Mal weht der Wind richtig stark und mal nicht. Stellen wir zur Sicherheit halt noch eine auf, komm. Moms, ja, hier eine große Tor. Dreh dich schön die Windrichtung. Ja, Gebäude unter Strom auf Rumsäulen. Ach komm, ich habe jetzt eine ganze Windmühle dahin geballert. Geht doch. Jammer nicht. Das Problem ist halt immer noch, dass die Leute, die hier halt arbeiten, da drüben halt dann noch in die Fabriken immer müssen. Deswegen die Fabriken da drüben halt auch wiederum ein bisschen blöd platziert sind. Ach ja, alles so schwierig. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier mit meinem Kohleabbauwerk kommen möchte. Diese Dinger hier kann ich auch schon bauen. Die Omega-Co. möchte Ihnen helfen, sich ein Vermögen zu verdienen. Stellen Sie aus Rohöl und Roherz Omega her. Also müssen wir Rohöl und Roherz abbauen. Abbauen, nicht abbauen. Da ist Rohöl und da ist Erz. Also müssten wir quasi. Ich weiß gar nicht, wo ich die am intelligentesten aufstelle. Wo ist denn einer, der da ist? Da ist ein Förderarm. Das bedeutet, ich müsste in die Richtung. Nee, ich kann da nur in die Richtung Förderstellen ausbauen. Das war ja dumm, was ich gerade gemacht habe. Rausgeworfenes Geld. Ja. Ich war. Wenn man das nicht mehr weiß, dann weiß man das nicht mehr. Also könnte ich quasi erstmal hier anfangen, Erz abzubauen. Ah, jetzt sehe ich überhaupt, dass die weißen Linien, wo man die Erzabbau-Dinger da hinballern kann. Also wäre es sinnvoller, ich würde da oben erst anfangen, Erz abzubauen. Gut. Und dann einen Handelsposten aufbauen und am besten hier unten, damit das da unten immer gleich weg kann. Was haben wir hier schon? Versandlager, dann kommt jetzt hier Roherzlager rein. Bauen wir erstmal das. Bauen wir es erstmal aus, damit wir schon mal ein bisschen Roherz-Zeugs-Gedöns sammeln. Weltmarktlieferungen, lokale Verwaltung. Genau so wollen wir es haben. Ne, die Info brauche ich nicht. Ich weiß alles. Ich bin schlau, ich weiß alles. Hat man ja gerade gesehen. Ich bin voll gut. Dann kann ich übrigens auch noch ein Wohngebiet reinballern. Aber auf jeden Fall solltet ihr dann nicht mehr dahin laufen wollen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ne, verfügbare Jobs. Ey, wie soll das denn überhaupt gehen? Ich meine, wir haben 1000 Lieferungen, die die Industrie theoretisch leisten muss. Das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo soll man die ganzen Leute herholen? Wie soll das denn bitte gehen? Was ist der Strom da jetzt schon wieder los? Ich glaube, es geht los. Wir brauchen eine Uni. Wir müssen bessere Windkraft erforschen. Ich baller jetzt ganz viele von diesen Windrädern dahin und dann hat sich das. Ich kann kein Gejammer mehr über Strom hören. Ich schaue mir jetzt mal lieber die Menschenansammlungen an. Und wie viele davon. Oh Gott, die Schüler. Ach, die fahren alle in die allgemeine Hochschule per Auto. Ihr benutzt ja keine Schulbusse dafür. Wir brauchen einen Busbahnhof.
Shuttlebus-Depot, Busbahnhof. Nee, das ist zu teuer. Shuttlebus-Depot. Ein Po. Wir stellen uns ein Po auf. Shuttlebus-Depot am besten hierhin. So. Und dann ballern wir da am besten schon mal noch ein paar Busse dran. Damit wir auch wirklich auslasten können, was in dem Spiel gebraucht wird. Naja, Park and Ride, bla bla bla. Da kümmern wir uns später drum. Ja, keine Bushaltestellen, hör auf zu jammern. So, die fahren hier raus. Die fahren hier raus. Dann sind die hier auf der Straßenseite und können hier das erste Mal abbiegen und hier das erste Mal halten. Weiterfahren. Da lang. Dann hier. Und dann können sie hier das nächste Mal halten. Hier das nächste Mal schön abbiegen. Da unten lang. Hier hin. Sich darum kümmern, dort die Leute abzuholen. Weiter hier hochfahren. Auf der Straßenseite. Auf der Straßenseite. So. Wenn die jetzt dann hier rein abbiegen. Da lang. Da lang. Da lang. Und hier. Und dann packen wir da oben noch eins dran. Und hier noch eins dran. Und dann sollte das irgendwie gehen. So, dann werden hier die Leute abgesetzt wegen ihrer Arbeit. Und hier werden die Schüler abgesetzt. Und dann müsste das eigentlich laufen. Eigentlich müsste Ditte dann laufen. Wir haben zu wenig Kunden. Ja, mein Gott, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht noch weniger... die Leute sind ja jetzt schon unglücklich. Naja, wobei, die Ladenbesucher sind eigentlich ganz zufrieden. Vielleicht haben wir zu viel Gewerbegebiet. Vielleicht ist das hier zu viel. Ich meine, wir haben ja hier diesen einen großen Komplex. Warum hier noch einen zweiten hinballern? Ich probiere das mal aus. Ich mache das mal weg und dann gucken wir mal, ob die Leute dann unzufriedener werden, wenn der wegfällt und hier stattdessen Wohnhäuser halt hinkommen, ne? Ob die Leute dann unglücklich damit sind, dass das hier abgerissen wird. Was ist mit euch, zu niedrige Grundstückspreise? Hört auf rumzuheulen, Mann. Ganz ehrlich. Krieg die Krise, Mann! So. Da wird schön Roherz gefördert. Das gefällt mir. Dann fördert mal weiter. Fördern Sie, fördern Sie. So, jetzt haben wir wieder hier die ersten Staus. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Das hier oben sind Kunden und Arbeiter. Aber wenig Kunden, mehr Arbeiter. Ich sehe zwar, hier fahren auch ein paar Schüler so mit den Autos. Ich sehe aber nicht so übertrieben viele. Ich glaube schon, dass unsere Busse funktionieren. Hier laufen auf jeden Fall wieder sehr viele Kunden. Ich sehe keine Kundenfahrzeuge. Es sind aber auch an jeder Ecke die Gewerbegebiete zu Fuß zu erreichen. Also muss man ja sagen. Und ich sehe... Also wir werden den Feierabend. Das ist entscheidend. Der Feierabend wird entscheidend sein. Und der Bus war jetzt, glaube ich, auch voll mit... Ja, der Bus war voll mit Arbeitern. Ich bin jetzt nicht ganz sicher... Das sind alles Autos. Die fahren da alle mit dem Auto. Die werden in die Hochschule gehen. Gehen die nicht mit dem Bus vermutlich. Oder das Ding ist zu weit an der Seite. Wenn ich jetzt also eine Bushaltestelle... Ich nehme jetzt die da mal wieder weg. Und könnte... Aber ich kann hier gar keine platzieren vor der Schule. Das geht gar nicht. Die stehen also... Die benutzen halt nicht die Bushaltestellen, die Studenten. Die benutzen nicht die öffentlichen Busse. Aber ich sehe hier wirklich viele Bewegungen auf der Straße. Also zu Fuß. Die Leute sehe ich wirklich zu Fuß auf der Straße. Das ist noch... Ist echt gut. Es sieht echt gut aus. Und hier sieht es auch... Jetzt geht es auch wieder mit unseren Jobs. Ja, die Lieferaufträge, gut. Wir müssen erstmal ein bisschen ins Gleichgewicht kommen. Wenn wir die Industrie steigern mit ihrer Produktion, vielleicht klappt das dann. Wir scheinen auch das Verkehrsproblem einigermaßen im Griff zu haben, weil die benutzen hier alle den oberen Highway. Ah, hier sind doch wieder einige Kundenautos. Unverschämtheit. Aber nicht so viele. Und wir können hier schon das nächste Upgrade durchprügeln.
Oh, geil. Oh, geil. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. So, dann werden wir uns da mal um ein Sicherheitszentrum kümmern. So. Dann können wir nämlich auch Industriebrände vermeiden, wenn wir dann eines Tages... Oh, die Industrie baut sich auch aus. Sehr schön. Wenn wir denn da... Ach Gott, und die Häuser hier bauen sich auch immer weiter aus. Wahnsinn, ich komme schon gar nicht mehr mit. Ich komme schon nicht mehr, ich sehe das schon gar nicht mehr. Wobei ich ja sagen muss, dass die neuen Karten nicht so schön sind, weil sie halt nicht so grün sind. Ja, ich mochte halt das Grüne an SimCity. Naja, mal gucken. Hier wird sich fleißig ausgebaut. Oh, Low-Tech-Werke. Naja, gut. Technikstufe niedrig. Wie sieht es bei den anderen aus? Vielleicht bauen die sich jetzt in der höheren Technikstufe aus. Wenn die hier sich ja ausbauen, gibt es vielleicht eine höhere Technikstufe. Fände ich gut. Würde ich Daumen hoch geben. Gut, jetzt sieht das wieder schon wesentlich besser aus, so in der Verhältnismäßigkeit. Es gibt hier ein paar Arbeitslose, die werden deswegen nicht gleich pleite gehen. Also hier 20, ne, in der Mittelschicht. Ladenbesucher sind jetzt wieder ein bisschen mehr unzufrieden. Vielleicht, weil wir was abgerissen haben. Oh Gott, wir haben mehr Lieferaufträge erfüllt, als also nicht erfüllt, als wir erfüllen konnten. Oh oh. Aber das mit dem Unzufriedenheitsskala sieht jetzt schon wieder besser aus. Wie sich das aber auch ändert. Wahnsinnig ändert. Und dafür, dass wir noch keine Universität haben, sieht wiederum unsere Bildung gar nicht mal so schlecht aus, ne? Muss man ja schon dazu sagen. Bildungssektor ist halt das Letzte, was ich mir eigentlich bei SimCity immer dazu hole. Tja, die Nachfrage nach Gewerbe steigt hier wieder. Die Nachfrage nach höheren Wohngebieten steigt. Hier sehe ich überall steigende Dichte. Die Leute sind glücklich. High Class haben wir eigentlich hier so ein kleines Gebiet angefangen. Würde denn jetzt hier noch irgendwas hinpassen? Jetzt kriegen wir schon wieder Trinkwasserknappheit. Hier vielleicht? Wie sieht es jetzt mit euch aus? Seid ihr jetzt? Nein. Unsere Grundstückspreise sind ziemlich niedrig. Mimi, 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 Mimi. Oh doch, ihr habt's erwischt. Was ist, wenn ich jetzt hier noch... Ich kann da keinen Park zwischen klatschen. Verdammt. Ich würde aber gerne. Es ist immer so, man verbraucht mit den Parks dann halt immer so eine ganze Ecke. Machen wir es jetzt mal so und gucken, was passiert. Und ob die dann zufrieden sind mit dem Einladen, den sie haben. Ich glaube nicht. Unser Trinkwasser. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich inzwischen? Da oben ist immer noch ziemlich viel. Teilweise leer getrunken. Pumpen also dann auch nicht mehr so viel. So, dann schnappen wir uns jetzt mal die zukunftsfuturistischen Wasserpumpen. Und ich baller hier eine hin und ich baller da eine hin. Und die hier so auf dem etwas trockenen steht, die reiße ich schon mal ab. So. Ja, ihr habt hier schon wieder Wünsche. Es kommt gar nicht in Frage. Jetzt noch nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht, nein. Wo es doch gerade ein bisschen zunehmen ist, weil das, was die Leute angeht. Okay. Ja, Nachfrage nach höheren Gewerbegebieten ist da. Das habe ich mir gedacht. Dann werde ich jetzt... diesen Bereich in die höhere Klasse ziehen. Ob es den noch erwischt, weiß ich nicht. Bitte, 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 bitte. Na komm schon. Hat ihn nicht in die höhere Klasse geschleudert? Doch, hat es. Jawoll. Dann haben wir... Wow. Schöner Wolkenkratzer. Dann haben wir hier unten auf jeden Fall ein High-Society-Gebiet. Nicht alles futuristisch, aber fast.
Wie man das übrigens hinkriegen soll, dass das alles futuristisch ist, ohne dass es irgendwie komisch aussieht, weiß ich immer noch nicht. Da bin ich ganz ehrlich überfragt. Die Dinger sind ja auch sehr dick. Also, weiß ja nicht, was ist, wenn ich das hier löschen würde, dann würden die Häuser dafür draufgehen. Das kann ich also nicht bringen.